Am Mittag des vierten Tages klopfte es pünktlich an meiner Tür und ich ließ Quint, Maggie und Mausewitz herein. Quint sah nicht gut aus. Seine Augenringe waren noch dunkler geworden und er wirkte ausgezehrt und fertig. Dennoch grinste er schief in meine Richtung und machte einen großen Schritt ins Haus. So sehen wir uns wieder, Jimmy. Es ist mir eine Freude, dir wieder Gesellschaft leisten zu dürfen. Ja, hi, komm rein. Ist alles... Natürlich ist alles okay. Was sollte schlecht sein? Zerbrich dir nicht deinen kleinen Menschenkopf. Mir geht's gut wie immer. Ich bring meinen Kram rein, ja? Ja, mir gefällt das auch ganz und gar nicht. Er sieht aus, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Zumindest gestern Nacht hat er es nicht getan. Ich habe ihn im Auge behalten. Die ganze Nacht? Ich habe ihn von der Küche aus beobachtet. Kaum war das Licht aus und Maggie in ihr Schlafzimmer verschwunden, stand er auf und lief auf und ab. Er stellte sich ans Fenster und sah nach draußen, setzte sich immer wieder hin, murmelte und drehte mit den Daumen. Was kann das zu bedeuten haben? Er erzählt ja nichts. Vielleicht hat er Angst davor zu schlafen, weil er das noch nie getan hat. Ja, das kann gut sein. Wenn ihr ihm so viel Menschlichkeit zugestehen wollt. In meinen Augen will er nur Mitleid erregen, um euch auf seine Seite zu ziehen. Er hat irgendetwas vor. Mausewitz ist schon die ganze Zeit furchtbar paranoid. Ja, ist er schon von Anfang an. Natürlich! Ich traue dem Braten nicht. Quint ist das gefährlichste Wesen, dem wir alle je begegnet sind. Oder je begegnen werden. Er hat über das gesamte Multiversum verteilt Feinde. Und Leute, die ihm vertraut haben, mussten diesen Fehler teuer bezahlen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er dasselbe hier tut. Wer könnte das denn sein? Mr. Peterson, öffnen Sie die Tür. Wir wissen, dass Sie im Haus sind. Oh Gott! Das ist die Stase. Das war nur eine Frage der Zeit. Ich gehe und warne Quint. Haltet ihr sie hin. Hallo? Mr. Peterson. Hey, was soll das? Sie können doch nicht einfach... Ich bin Agent Jackson. Sie erinnern sich an mich. Das hier sind Kev und Renegade. Tag auch. Und hallo, schöne Frau. Oh nein. Ich hab dich vermisst. Na, wollen wir? Jackson, kommen Sie bitte zur Sache. Was gibt es diesmal? Mit Sicherheit können Sie sich das bereits denken. Wir sind hier, um den Meister des Chaos mitzunehmen. Sie sind also immer noch hinter ihm her? Seien Sie nicht albern. Wir haben unsere Agenten neu formiert und sie im Blick behalten. Besonders nach dem überaus interessanten Aufeinandertreffen der Ereignisse. Was meinen Sie? Stellen Sie sich nicht dumm. Sie wissen genau, wovon wir sprechen. Nein, ehrlich, keine Ahnung. Wir suchen nach Ihrem Freund. Sie schütteln uns ab und kaum einen halben Tag später ist die Welt wieder in Ordnung. Wohl kaum ein Zufall. Ich fürchte doch. Wir haben von Quint nichts gehört. Er muss sich zur Großzügigkeit entschlossen haben. Schlau. Sie spielen den Unschuldigen. Doch leider vergebens, wir haben sie in den letzten Tagen genauestens im Blick behalten. Sie waren mit einem Mann unterwegs, der 1:1 auf die Beschreibung des Meisters des Chaos zutrifft. Sie meinen, mein Cousin Jack? Cousin Jack? Ja, mein Cousin. Er heißt Jack. Er ist für ein paar Tage hier zu Gast. Aha. Er ist... groß, blond, hat einen Bart um den Mund, blaue Augen, markante Wangen. Meinen Sie zufällig den? Kev, durchsuchen Sie das Haus. Jawohl, Sir. Rufen Sie uns, wenn Sie ihn haben. Wird erledigt, Sir. Na, jetzt hören Sie mal. Hey, Jim, was sind das alles hier für Leute? Ach, Aarons. Sie beglücken uns ebenfalls mit Ihrer Anwesenheit. Oh Gott, Sie... Die Stase lässt sich nicht so leicht abhängen. Sir, ich habe ihn! Ausgezeichnet! Agenten, eingreifen! Netze bereithalten! Netze? Was? Was ist das? Wir haben dich! Was zum Teufel ist das für ein Netz? Antienergetisches Gewebe. Deine Kräfte nutzen dir gar nichts mehr. Was für Kräfte? Wer sind sie überhaupt? Na, du willst doch nicht auch schon mit diesen Geschichten anfangen, oder? Was? Das heißt wie bitte? Schnauze, Katze, dich nehmen wir auch mit. Diesmal entkommst du uns nicht so einfach. Wenn ich bitten dürfte. Ich möchte mich mit unserer Beute unterhalten.
Wessen Beute soll ich sein? Oh, Quint, dich dumm zu stellen steht dir so gar nicht. Möchtest du mich nicht begrüßen? Dich begrüßen, okay. Ahoi. Kennst du mich nicht? Kannst du mich nicht sehen? Wovon sprichst du? Na, wenn du nicht draufkommst, sagt mir das mehr, als ich in Gesellschaft aussprechen möchte. Wir sind uns schon einmal begegnet. Vor einer langen Zeit. Scheint keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Aber komm, hoch mit dir. Was machst du da? Ist das der Richtige? Ja, er ist es. Ich spüre nicht viele seiner Gedanken, aber die, die ich spüren kann, lassen keinen Zweifel zu. Sie sind sich diesmal sicher? Klar, diesmal bin ich auch bei der Sache. Sehr gut. Sir, Auftrag ausgeführt. Hervorragend, Kev. Bringen Sie ihn zum Transporter. Wir bringen ihn und die Katze umgehend zur Zentrale. Nein, halt! Stopp! Das können Sie doch nicht tun! Sie wollen sich uns in den Weg stellen? Lasst gut sein! Das war's! Ihr könnt nichts tun! Nein, lasst nicht gut sein! Wir lassen nicht zu, dass ihr die beiden mitnehmt. Aus dem Weg! Das ist Ihre letzte Warnung! Nein! Wie Sie wollen. Sir? Schockwaffen bereit machen! Feuer auf mein Kommando! 3, 2, 1... Was? Meine Decke! Was ist passiert? Ich weiß es nicht, Sir. Wow, seht mal da! Niemand vergreift sich an Quint! Was? Schnauze halten! Wo ist er? Wo ist er? Da! Endlich sehen wir uns wieder! Tamarin, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Oh, darauf wette ich. 60 Jahre habe ich nach dir gesucht. 60 Jahre habe ich darüber gebrütet, wie ich dir das heimzahlen kann, was du mir angetan hast. Hast dich nicht so gut gehalten, Mr. Cyborg. Selbst wenn du in ein Netz eingeschnürt am Boden liegst und nichts machen kannst, wagst du es noch, mich zu verspotten? Oh nein, 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 verspotten würde ich dich doch nie. Das ist meine Art, ich liebe dich zu sagen. Du hast zugesehen, wie ich in diese Maschine verwandelt wurde. Du hast dir meine Schreie angehört und darüber gelacht. Du fandst das alles unheimlich lustig. Mal sehen, wie du es findest, wenn ich dasselbe mit dir mache. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dir wünschen, dass du mich richtig umgebracht hättest. So ein Stress wegen eines USB-Sticks. USB-Stick? Du tust ganz ruhig, Quint. Aber ich sehe es in deinen Augen. Du hast Angst. Das ist auch etwas Neues für dich, oder? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie von unserem Gefangenen wollen. Aber der Meister des Chaos gehört uns. Wir haben ihn unter Arrest gestellt und werden ihn in unserer Forschungsanlage... Den Teufel werdet ihr! Ihr befindet euch nicht in der Position, mir etwas zu diktieren! Wie Sie wollen, Feuer! Feuer! Ja, Schwachköpfe! Wenn ihr es so wollt! Großer Gott! Was ist denn das? Da kommen immer mehr von denen! Was sind das für Kerle? Vernichtet sie! Keine Assimilation! Reißt sie in Stücke und bringt Quint zu mir! Sind das... Cyborgs? Sir! Sie kommen immer näher! Zurückfallen lassen! Hey, ihr Feiglinge! Sterbt doch wenigstens mit Würde! Optionen, Sir? Sie sind immun gegen unsere Waffen. Es sind zu viele. Ich weiß es nicht. Was ist das denn jetzt wieder? Ja! Es ist der Herr! Er hat meinen Ruf erhört! Deus Ex Machina. Was willst du denn, du schäbiger Heckenpenner? Na, solch eine Sprache verbitte ich mir. Hinfort mit dir, Maschinenunhold. Ja, was soll dieses Licht? Mögen unsere Feinde weichen. Mein Licht wird euch reinigen. Fehler. Schnell, James, hilf mir! Ja, kommt. Ich befreie Mausewitz und ihr kümmert euch um Quint. Machen wir. Sir, das wird zu viel hier. Taktischer Rückzug. Abbruch. Ja, macht nur, dass ihr wegkommt, ihr Versager. Alles in Ordnung? Ja, diese Netze sind gemein. So, und nun zu dir, Feind. Was? Mausewitz, was machst du da? Autsch, kratz mich doch nicht. Das tut weh, lass den Quatsch. Was war das eben?
Nein. Wer war das eben? Das war wohl Agent Jackson von der Stase. Ein ziemlich unangenehmer... Lass die Spielchen! Wer war der Cyborg? Ein Bekannter von mir. Und nicht unbedingt ein guter. Ich wusste doch, dass es Ärger bedeutet, dich hier zu haben. Woher kommt er? Was will er von dir? Ich würde schätzen, er wollte mich umbringen. War das nicht deutlich? Offensichtlich hat er von meiner unpässlichen Lage gehört und ist, wie auch immer er das geschafft hat, aus seinem Heimatuniversum hierher gekommen. Und er ist nicht der Einzige. Herr Cordatus! Mein Gott. Ganz recht. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, verzeiht. Schon bei Mausewitz erster Botschaft wollte ich kommen und mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Und um euch endlich ausführlich zu berichten, was hier eigentlich los ist. Doch als ich mich soeben auf den Weg machte, um hierher zu kommen... Petrus! Ich gehe zur Erde und sehe nach dem Verbleib von Quint. Wenn jemand nach mir sucht, sag ihm, ich bin morgen wieder da. Ja, Herr. Ich wünsche euch eine fantastische Reise. Ich danke dir. Bis bald. Einen Moment. Was ist denn das? Ist das ein Raumschiff? Das muss ich mir ansehen. Bei allem, was ist das für ein Schiff? Ah, verschwinde, du scheußliche Kreatur! Ah! Diese Wesen sind nicht von dieser Welt! Möge meine Macht dich läutern! Ich muss dem auf den Grund gehen. Was wollen sie hier? Was hat diese Störung zu bedeuten? Sind Sie der Anführer dieser Wesen? Wer will das wissen? Insekt. Ich bin der Herr. Diese Welt steht unter meinem Schutz. Ebenso wie die Menschen hier. Die Menschen interessieren mich nicht. Ich bin hier, um mein Volk zu rächen. Um deine Schuld zu begleichen. Wie bitte? Stell dich uns nicht in den Weg, Herr! Ich werde dich und deine Schätzlinge verschonen, wenn uns der Hexenmeister ausgeliefert wird, den ihr hier versteckt haltet. Von welchem Hexenmeister sprecht ihr? Von Quint. Woher wissen Sie von ihm? Er ist ein uralter Feind meines Volkes. Dies heute ist der Tag meiner Rache. Verschwinde! Dies ist meine letzte Warnung. Ich fürchte, Sie unterschätzen mich. Ich kann leider nicht zulassen, dass Sie Quint holen. Ha! Das tut mir leid. Sie werden keinen Dauerschaden davon tragen. Und der Schaden an Ihrem Schiff ist reparabel. Das werde ich dir nicht vergessen. Verzeihen Sie. Dieser Dämonenlord ist extra gekommen, um Quint zu töten. Ich fürchte, das wird ein stressiger Tag. Ein Dämonenlord auf einem Raumschiff? Ja, ich bin unterwegs auf weitere Schiffe derselben Bauart gestoßen. Ich habe auch sie abstürzen lassen und so viele Dämonen, wie ich konnte, außer Gefecht gesetzt. Aber ich fürchte, das wird nicht von Dauer sein. Quint, weißt du etwas darüber? Und wenn dem so wäre? Sag schon, wer sind diese Typen? Nach dem, was Cordatus erzählt hat, klingt dieser Dämonenlord mir schwer nach Lord Grazek. Ein fieser Zeitgenosse. Er kommt aus einem Universum, das ich liebevoll die Höllenwelt genannt habe. Ich bin vor Ewigkeiten darauf gestoßen. Es ist mit Abstand die eindrucksvollste Welt dieser Art, die ich in dem gesamten Cluster hier je gesehen habe. In Ordnung. Und dieser Grazek? Er war schon immer etwas expansionistisch veranlagt. Als ich damals auf ihn stieß, hatte er bereits einen Großteil des Universums unterworfen. Er war der Imperator einer gewaltigen Armee. Sie hatten gerade eine Technologie entwickelt, um ihre Feuermagie für den Antrieb von Raumschiffen zu verwenden. Damit eroberten sie eine Welt nach der anderen, bis ich ihnen über den Weg lief. Hallo, wie geht's denn so? Was? Wer bist du? Ich bin so eine Art Magier. Tada! Wie kannst du es wagen, mir gegenüberzutreten? Du wirst für diesen Fehler mit deinem Leben bezahlen! Schön warm hier draußen. Wie konntest du diesem Zauber widerstehen? Tja, ich bin wohl mächtiger als du. Oder vielleicht berührt mich deine Magie auch einfach nicht. Was willst du hier?
Ich will dir bei deinem Feldzug helfen. Ich kenne den Heimatplaneten deiner Feinde. Ich weiß, wie du sicher zu ihm gelangen kannst. Tatsächlich? Yep, ich kann dich hinführen. Wieso sollte ich dir vertrauen? Wieso solltest du nicht? Ich kenne dich nicht. Ganz genau. Nun ja, Du hast ihm die Tour vermasselt. Ich habe ihn direkt zum Palast des feindlichen Anführers gebracht. Als er und seine Garde sich für den Angriff bereit machten, ließ ich ein kleines Feuerwerk hochgehen, das unsere Position verriet. Grazek wurde gefangen genommen. Ich weiß nicht, wie genau er da wieder rausgekommen ist, da war ich längst weitergezogen, als er freikam. Hab ihn danach nochmal kurz getroffen, aber naja, erst eine Ewigkeit später sah ich nochmal bei ihm vorbei. Er war gerade wieder dabei, eine entscheidende Schlacht zu planen und seine Meinung mir gegenüber war nicht wesentlich besser. Ich schwöre dir beim Höllenfeuer, dass ich einen Weg finden werde, dich auszulösen, wenn du dich in die große Schlacht einmischst. Wenn wir deinetwegen erneut davon abgehalten werden, die Kontrolle über alle Welten zu erlangen, werde ich von nichts und niemanden Halt machen, es dir zu vergelten. Und du hast... Ja, natürlich habe ich. Seine Festung und ein Großteil seiner Armee wurden zerstört und er geriet erneut in Gefangenschaft. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört und auch nicht weiter nach ihm gesehen. Nun, offensichtlich ist er nachtragend. Sieht ganz so aus. Oh je, das erklärt, wieso er dich tot sehen will. Ich fürchte, ich muss draußen für Ordnung sorgen. Entschuldigt mich. Mausewitz, sende mir eine Nachricht, wenn ihr Pläne habt oder mich bei euch braucht. Jawohl, mein Herr. Wusch! Weicht hinfort, ihr elenden Halunken! Und wer ist der andere Kerl? Ja, dieser Cyborg, der dich vorhin fast erwischt hätte. Was ist mit dem? Ah ja, das war Tamaran. Jared Tamaran. Ein Kerl aus einem eigenwilligen Universum, in dem die Menschen sich selbst in die Ecke gedrängt haben, indem sie eine Rasse von Cyborgs erschufen, die die Galaxis erobern wollten. Zurückfallen! Zurückfallen! Es sind zu viele! Wir schaffen es nicht! Assimilation einleiten. Ah nein! Ich sah eine Weile zu, wie die Menschen immer weiter zurückgedrängt wurden. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Sie taten mir leid. Daher gab ich ihnen hin und wieder einen Schubs in die richtige Richtung. Zum Beispiel verriet ich ihnen die Position der feindlichen Basis. Ohne mich hätten sie keine Ahnung davon gehabt. Das hast du sicher nicht aus Menschenfreude gemacht. Es war ein unterhaltsames Schauspiel. Nun ja, irgendwann entdeckte ich diesen Jared Tamaran. Ein Kadett, der so unausstehlich und feige war, dass ich nicht die Augen von ihm lassen konnte. Er musste wie ein Spiegel vorgekommen sein. Nun ja, wir hatten unsere Gemeinsamkeiten, aber ihm fehlten meine barmherzige Natur und mein Sinn für Anstand. Was war denn mit ihm? Nun, er mogelte sich die Ränge innerhalb des Militärs hoch und entkam eins ums andere Mal auf sehr unfaire Weise dem Tod. So setzte ich ein paar Räder in Bewegung, um ihn auf eine Mission zu entsenden, die ihn auf die Probe stellen würde. Ich wollte evaluieren, ob er die Welt retten durfte. Also gab ich mich als Mensch aus und half ihm und seiner Crew bei der Mission. Halt endlich deine Klappe, du Schwachkopf. Mich interessieren deine Wahnvorstellungen nicht. Sag mal, glaubst du, es gibt so etwas wie Helden? Was sollen diese ganzen saudämlichen Fragen? Naja, ich meine, wir tun ja etwas, das in den Geschichtsbüchern als heldenhaft bezeichnet würde, wenn wir es schafften. Das wirft schon die Frage auf, ob wir Helden sind, findest du nicht? Helden sind Schwachsinn. Niemand tut Gutes, weil er es für richtig hält. Würdest du das so sagen? Vielleicht reden manche es sich ein. Lächerlich. Jeder kämpft nur für sich, für sein eigenes Überleben, seinen Vorteil, sein Andenken. Nichts weiter. So tust du es jedenfalls. Richtig. Und jetzt halt die Fresse. Naja, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Er war ein... Ein Arschloch? Das sind deine Worte, aber ja. Ja, und was hast du dann nun mit ihm gemacht? Ich entschied, dass er es nicht verdient hatte, seine Welt zu retten. Ohne mich wäre er ohnehin nie so weit gekommen. Ich habe also lediglich das kosmische Gleichgewicht wiederhergestellt, als ich ihm den Stick wegnahm, auf dem der Virus gespeichert war, der die Cyborgs auf einen Schlag ausgeschaltet hätte. Du verdammtes Monster!
Da dir wohl nur noch einige wenige Momente bleiben, möchte ich dir ein paar Perspektiven auf den Sinn des Lebens und deine Existenz liefern. Deine Erde ist nicht nur ein kleines Sandkorn an einem gigantischen Strand, es gibt auch unzählige Strände. Was mit dir passiert, so wichtig es dir auch vorkommen mag, ist also letztendlich für mich nur ein kurzer Zeitvertreib. Oh, da bin ich wohl. Oh Mann, das sieht schmerzhaft aus. Tja, es war eine nette Zeit mit dir. Schade, dass ich vor deinem Tod nicht noch ein wenig deinen Horizont erweitern konnte. Ah, oh, heiliger Himmel! Oh Mann. Yep, das nimmt er dir wohl übel. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so gut überstehen würde. Augenscheinlich hat er nicht nur seine Persönlichkeit erhalten, sondern auch irgendwie die Kontrolle über das Cyborg-Kollektiv an sich gerissen. Beeindruckend. Nur, dass du mit ihm noch einen weiteren Todfeind auf der Liste hast. Mit welchen Kreaturen und Halunken müssen wir noch rechnen, Feind? Oh, nun, ich habe durch meine Handlungen eine ganze Reihe von Feinden gefunden. Es ist wohl kaum abzusehen, wer oder was noch alles kommt. Nicht jeder wird eine nennenswerte Bedrohung darstellen, aber... Wie kommen sie überhaupt hierher? Ja, stimmt. Ist es so einfach, das Universum zu wechseln? Nein, ganz und gar nicht. Grazek und Tamarin traue ich zu. Und eine Handvoll anderer auch. Aber das kriegt nicht jeder hin. Zumindest nicht ohne Hilfe. Woher wissen die überhaupt, dass Quint hier ist? Das habe ich mich auch schon gefragt. Feind, kannst du etwas dazu sagen? Meinst du, ich laufe herum und erzähle allen, was ich tue und wo? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat jemand was aufgeschnappt. Meine Anwesenheit scheint sich aus unerfindlichen Gründen hier schnell herumzusprechen. Und was machen wir nun? Tja, das ist natürlich eine verzwickte Lage. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passiert, auch wenn ich nicht wirklich damit gerechnet hatte, dass es so schlimm würde. Und was hast du nun vor? Ich habe ein paar hilfreiche Dinge in meiner Tasche. Ein paar Asse in meinem Ärmel, wenn man so will. Ich mag eine ganze Menge Feinde im Multiversum haben, aber das bedeutet nicht, dass ich ganz allein bin. Quint nahm seine Tasche auf den Rücken und ging nach unten in den Keller. Mausewitz folgte ihm grimmig. Ich sah noch einen Moment durch das riesige Loch in meiner Decke und seufzte. Dann zupfte mich Maggie am Ärmel und wir folgten ihnen.